Das Urbild einer mittelalterlichen Stadt. Nürnberg, die Stadt der Handwerker und Händler, die Heimat Albrecht Dürers. Sie zählte einst zu den schönsten Städten Europas, bis sie am 2. Januar 1945 in Schutt und Asche fiel. Das Dürerhaus wurde als eines der ersten historischen Gebäude nach dem Krieg wiederhergerichtet. Das Wahrzeichen der Stadt, die Kaiserburg. Der Fluss der Stadt, die Pegnitz. Bis zu jener Bombennacht hatte die Kaiserburg allen Angriffen standgehalten. Günther Schmidt-Klöhr ist 1945 geboren und in den Ruinen der Nürnberger Altstadt aufgewachsen. Er arbeitet auf der Burg und hat von hier aus einen grandiosen Blick auf seine Heimatstadt. In einem mächtigen Turm oberhalb der Walpurgiskapelle befindet sich die Werkstatt von Günther Schmidt-Klöhr. So gesehen ist er damit der höchste Künstler der Stadt. Der Nürnberger Maler und Bildhauer beherrscht noch die alte Technik des Steindrucks. Am liebsten arbeitet er an seiner historischen Presse mit Solnhofener Lithosteinen. Die Verbindung von Tradition und Moderne gilt nicht nur für das heutige Nürnberger Stadtbild, sondern entspricht auch der Kunst Günther Schmidt-Klöhrs. Bei seinem aktuellen Auftrag hat er sich Albrecht Dürer zum Vorbild genommen. Auflage 50 Stück. Schaffe ich gerade noch. Abziehen. Ist mein Kundschaftsauftrag, einen Hasen zu machen, lithografisch zu erarbeiten. Ich mag's gerne. Ist eine schöne Arbeit, aber auch anstrengend. Also früher habe ich vielleicht, ohne anzugeben, vielleicht einmal am Tag 100 geschafft. Das schaffe ich vielleicht noch 50 oder nicht einmal das mehr, dann langt es mehr. Und dass Sie jetzt hier in der Burg Ihr Atelier haben, was bedeutet das für Sie? Toll, natürlich, super. Rein davon her, dass ich also als Junge schon da oben war und gespielt habe da oben. Danach als Student Zeichnungen und umgemacht habe und in die Richtung. Hier. Und auch Abenteuerspielplatz natürlich, auch in der jungen Liebe, hier raufzugehen, Hand in Hand und dann die Stadt anzuschauen. Ja, freilich. Ja. Sie sind ja in der Nürnberger Altstadt aufgewachsen. Welche Erinnerungen haben Sie denn? Bis rauf zur Burg, da standen immer viele. Und die Trümmer, die haben uns damals ja nicht geniert. Wir waren es ja gewohnt, wir kannten nichts anderes als Trümmer. Also haben wir noch sogar ein Bild davon aufgekommen. Ja, das habe ich mir herausgesucht. Also, das bin ich hier, mein Cousinchen und mein Brüderlein. In Trauer, Dreisamkeit auf einer Mauer vor der Kaiserburg da hinten. Fast 1000 Jahre alt ist diese Stadt geworden. Doch das tausendjährige Reich hätte sie beinahe nicht überstanden. Nürnberg. Die Stadt der Reichsparteitage, der Rassengesetze und Julius Streichers Stürmerhetze. 59 Luftangriffe machten das Schatzkästlein des Deutschen Reiches Ende des Zweiten Weltkriegs zu einem Trümmerhaufen. Ruinen bestimmten noch lange das Stadtbild. Architektonische Wunden, von seelischen ganz zu schweigen. Markt war seit jeher das Herz der Stadt. Zweimal pro Woche baut der Nürnberger Horst Eisenhut hier seinen Marktstand auf. Er verkauft Bio-Gemüse und Obst aus dem Knoblauchsland. Was haben Sie denn so im Angebot? Ein paar rote Beete und die Pastinaken noch. Das ist
Das ist eine alte Wurzel. Die ist jetzt wieder in Mode gekommen. Die ist mir eine Zeit lang vergessen worden. Weil die hat es immer nach dem Krieg zum Essen gegeben. Und die Leute haben dann, wenn sie nicht besser gegangen sind, haben sie das ein wenig unter dem Tisch fallen lassen. Aber der ist sehr gesund. Weil das ist eine Mischung zwischen einer Petersilienwurzel und einer gelben Rum. Schmeckt da ähnlich. Und wird viel für Babynahrung verwendet. Und auch so, weil es gibt keine Blähungen. Die kann man also wunderbar verärben. Und schmeckt auch saugut. Wie hat denn der Hauptmarkt damals ausgeschaut? Damals? So wie jetzt, ja. Aber alles war kaputt. Es waren halt überall Schuttberg außen rum gelegen, war alles hin. Und die Häuser hier drumherum? Die waren kaputt. Zu dem Zeitpunkt war noch nichts aufgebaut. Da haben sie erst angefangen zum Aufbauen. Das ist alles erst später gemacht worden. Weil Nürnberg hat leider eine volle Breitseite gekriegt. Die Mutter hat immer gesagt, es ist zwar schon um die schönen Häuser, aber es ist eigentlich ganz gut, dass sie sind. Weil das war früher bekannt, dass das waren in den alten Gebälke waren ein Haufen Ungeziefer drin. Und das hat dann oft stark bisagt. Und er hat gesagt, na, ist das gut, jetzt ist das wenigstens verbrennt. Zum Glück hatte der schöne Brunnen das Inferno hinter einem Betonmantel überlebt. Rundum wurde alles vernichtet. Nach dem Krieg konnte man auf dem Hauptmarkt nur ein bisschen Grünzeug kaufen, ehe 1950 die Rationierung aller Lebensmittel aufgehoben wurde. Dabei war es noch gar nicht so lange her, dass ein Erwachsener mit 700 Kalorien pro Tag auskommen musste. Im Zuge des Wirtschaftswunders füllte dann die sogenannte Fresswelle schon bald den wachsenden Wohlstandsbauch. Wunderbar, da mal gucken. Einer schöner wieder ran. Nehmen Sie irgendwas mit? Frische Landeier? Was kostet denn heute Blumenkohl? 70, 80 und 95. Oh, schauen wir mal. Ja. Kriegen wir den Blumenkohl bitte. Und die Gurken? Was kostet denn die Gurken? Eine Gurke, die kostet 1,50 und eine Mark. Jetzt können wir einpacken. Das mache ich alles rein. Und das macht 2,95 Mark. Guck mal, die Gurken mit einer. Ja. 2,95 Mark. Ja, zahlt haben wir schon. Ja. So, auf Wiedersehen. Am Hauptmarkt steht auch die Frauenkirche mit dem Männleinlaufen, das den Krieg heil überstanden hat. Die 7 Kurfürsten, die Kaiser Karl IV. Hier huldigen, waren bombensicher eingelagert. Guten Morgen. Morgen. Ich bräuchte für Kartoffelsuppe. Ja, du brauchst 10 Kartoffeln. Was machst du Kartoffelsuppe? Ja, ja. So also eine richtige Gode mit Speck und so. Aber. Fränkische mit genau, einem Meier. Mit einem Bammerl drin. Und dann. Und einbrennen rein. Das mache ich sowieso. So hat es die Oma gemacht. Speck meine Mutter dazu. Und okay, möglichst viel. Ja. So ist in so Ordnung. Machen wir das. Gleich um die Ecke im stadtbekannten Bratwursthäusle holt sich Horst Eisenhut seine Brotzeit. Für manch einen Nürnberger soll ja der Zweite Weltkrieg erst dann richtig vorbei gewesen sein, als er wieder seine 3 im Weckler kaufen konnte. Die Pegnitz teilt die Altstadt in die Seebalder und in die Lorenzer Seite, benannt nach den Hauptkirchen in den beiden Stadtvierteln. Idyllische Ecken gibt es hüben wie drüben. Und es ist kaum zu glauben, dass man diese historischen Häuser am Unschlittplatz noch in den 1970er Jahren abreißen wollte. Das dort sind die alten Fischerhäusle. Ende der 50er Jahre sind die noch funktionstüchtig gewesen. Hab mir meine Mutter hergeschickt einmal. Und dann hat sie gesagt, hast 5 Merkel, holst den Fisch. Ja, dann bin ich da runtergelaufen. Dann hab ich halt den dort drinnen gesagt, ich will einen Fisch. Dann hat er gesagt, ja, was willst du denn dann holen, was für einen? Dann hab ich gesagt, die Mutter hat gesagt, ich hab 5 Mark dabei, bringst den Fisch mit, einen Karpfen wahrscheinlich. Und dann hat er den da mit so einem Kescher aus den, hat er den Klappe hochgeholt und den Kescher rausgeholt. Hat den Fisch draufgelegt, hat dann einen auf den Kopf gehauen, Zeitungspapier eingewickelt, ins Netzel reingeschmissen, 5 Mark zahlt und weg war ich. Die Zeiten, als dieser Nürnberger Fischhändler seine Karpfen mitten in der Stadt gewässert hat, sind längst vorbei.
Ende der 50er Jahre musste er sein beliebtes Fischhäusle schließen. Heutzutage fahren sie mit dem Fahrrad durch die Stadt. Früher sind sie mit der Straßenbahn gefahren. Mit der Straßenbahn, ja, mit der Straßenbahn. Ich bin geboren in Schobershof-Triemer und da fährt man mit der Straßenbahn bis zum Bahnhof. Und dann vom Bahnhof fährt man Lorenzkirch, Weißer Turm und zum Blätter hin. Und da ist man dann halt bis zum Bahnhof gefahren, das hat 20 Pfennig gekostet. Mehr war das für Kinder nicht. War für mich völlig normal mit der Straßenbahn fahren. Aber meistens habe ich keine 20 Pfennig gehabt, bin ich gelaufen. Die Nürnberger und ihre Straßenbahn. Oft gescholten als Verkehrshindernis, aber dennoch so geliebt wie das berühmte 8-Uhr-Blatt, die älteste Boulevardzeitung Deutschlands. Nach fast 100 Jahren wurde die spätere Abendzeitung zum Bedauern vieler Nürnberger 2012 eingestellt. Klaus Schamberger hat für dieses Traditionsblatt jahrzehntelang gearbeitet. Herr Schamberger, früher gab es ja nicht nur stumme Zeitungsverkäufer. Na, da hat es richtig lebendige gegeben. Die ja, waren für meine Begriffe auch schöner. Da an dem Eck, das hat früher auch ganz anders ausgeschaut. Und da war das sogenannte Idioteneck. Das war der Treffpunkt von uns Schülern. Hauptbahnhof war die zentrale Umsteigestelle. Und das richtige Leben hat sich da abgespielt, an der Stadtmauer, wo wir in die Linie 3 nach Mögeldorf eingestiegen sind. Und die besonders lang da stehen geblieben sind, das waren meistens Schüler, also so wie ich, die nicht besonders erfolgreich waren in der Schule. Aber wir haben da das Leben kennengelernt. Und schulisch waren wir halt Idioten. Und da war es das sogenannte Idioteneck. Und da ist ein 8-Uhr-Blatt-Verkäufer, haben wir damals noch gesagt, der ist da gestanden. Der war, glaube ich, der muss über 2 Meter groß gewesen sein. Und der hat alle 30 Sekunden ungefähr 8-Uhr-Blatt. Wer noch keins hat, der kauft sich eins, dann hat er eins. Das ist ein sehr schöner Spruch, wie ich finde. Der hat sich auch, das kann ein stummer Verkäufer heute überhaupt nicht leisten. Der hat seine Schlagzeilen, er hat es entweder so ausgerufen, wie es tatsächlich im Blatt war. Und wenn die nicht so gut waren für seine Begriffe, dann hat er sie selber gemacht. Und eine solche Schlagzeile ist mir noch in Erinnerung. Da hat er geschrien, also 8-Uhr-Blatt, sein Spruch. Und dann hat er gebrüllt, schweres Zugunglück bei Schwabach, 12 Tote. Die Zahlung ist gut gegangen, bloß wenn man dann die Geschichte gelesen hat. Das war eine kleine Meldung, es war ein Zugunglück in der Nähe von Schwabach. Aber der Zug ist in eine Schafherde reingefahren und da waren 12 Schafe waren tot. Aber das Geschäft ist gelaufen. Der Spezi unterwegs, so hieß allwöchentlich Klaus Schambergers Kolumne. Der ehemalige Chefredakteur der Nürnberger Abendzeitung hat die Entwicklung seiner fränkischen Heimatstadt mit feinsinnigem Humor und kritischem Blick begleitet. Denn zu beobachten gab es damals mehr als genug. Wo heute Passanten flanieren, tobte in den 60er Jahren noch der Verkehr. Auch Nürnberg wollte modern und damit autogerecht sein. Allerdings träumte man damals schon von einer Unterpflasterstraßenbahn. Zu beneiden war der Schupo nicht, der dieses Chaos regeln musste. Ob NSU-Prinz, VW-Käfer, Borgward-Coupé, BMW Isetta, Ford Taunus, Opel Kapitän oder Goggomobil. Der Plärrer war damals der Verkehrsknotenpunkt. Du geht's so wie am Plärrer, wurde deshalb zur sprichwörtlichen Redewendung. '66 hat man dann auf der Lorenzer Seite, dort, wo die Kaufhäuser aus dem Boden wuchsen, eine Fußgängerzone errichtet.